Genau, das ist natürlich so, also das ist, ich glaube, mit einer ersten Schritte, die die Nazis gemacht haben, als sie 1933 an die Macht gekommen, war eben dieses Ministerium, ich glaube, für Volksaufklärung und Propaganda zu bilden, einfach um die Leute in Permanenz mit, also die haben schon genau gewusst, was sie da tun. Also das ist, die haben dann auch, ich meine, diese Autobahnengeschichte, die war natürlich, also komplett sinnfrei. Also weil kaum jemand ein Auto hatte zur damaligen Zeit. Jetzt ist irgendwie die Kamera weg, aber Sprich einfach weiter, okay, sprich einfach gut. weiter. Genau, und quasi das Militär hat auch gesagt, wir brauchen keine Autobahnen, wir transportieren unser ganzes Zeug eh über die Eisenbahn. Also eigentlich niemand hat diese Autobahnen brauchen können. Und die da gearbeitet haben, das waren quasi auch, also unter übelsten Bedingungen, das waren jetzt auch nicht so viele, dass es einen enormen Effekt auf die Arbeitslosenzahlen hatte, aber es wurde ja propagandistisch so ausgeschlachtet, dass du auch lange nach Krieg war quasi der Spruch, naja, es war ja eben Nationalsozialismus, ist nicht alles schlecht. Zum Beispiel die Autobahnen. Wenigstens hat er quasi die Autobahnen gebaut. Wollte gerade sagen, weil ich wusste das gar nicht so, dass damals sie quasi gar nicht richtig genutzt werden konnten, weil für mich ist Autobahn so eines der Sachen, die dann doch als Positives quasi aus der Zeit hervorging. Mir war nicht klar, dass das zu der Zeit gar nicht so viel gebracht hat. War halt genau, also wenn du 12 Jahre lang mit Propaganda beschallt wirst, was bist du, also Ja. irgendwann glaubst du es und musst ja auch sagen, es ist zur damaligen Zeit hatte man ja nicht die Zugriffsmöglichkeiten von heute, wo man sagt, es ist eher das Problem, wie kann ich aus der Vielzahl der Informationen was rausfiltern für mich, sondern man hatte einfach auch nicht so viele Informationskanäle. Man hatte die Zeitung, okay, alles schon kontrolliert durch die Nazis. Man hat das Radio, das war ja deren Volksempfänger, wo sie sich genau darauf gestützt haben, weil sie gesagt haben, damit erreichen wir alle. Fernsehen Ja. hatte so gut wie keiner. Kino ist sowieso auch unter Kontrolle. Und Ja. Internet gab es ja sowieso schon erstmal lange nicht. Ja. Also im Endeffekt wirst du, wenn du nicht gerade in deinem privaten Umfeld andere Informationskanäle hast, bist du einfach komplett von dieser Propaganda beschallt worden. Beziehungsweise wenn du jetzt nicht gerade an so einer Autobahn wohnst oder in der Nähe, um dir das anzuschauen, dann hast du ja auch keine Ahnung davon, ja, was läuft denn da eigentlich in Wirklichkeit ab. Ja, guck mal, interessant. Den Teil wusste ich nicht.